In diesem Video häkeln wir Schürchen für unsere 30 cm große klassische Sammy-Puppe. Häkel eine Luftmaschenkette mit 8 Luftmaschen plus eine Hebeluftmasche, also eine Luftmaschenkette mit 9 Luftmaschen quasi. Und jetzt fangen wir erstmal wieder an mit unserer Anfangsschlaufe hier. Und falls du neu bist hier beim Häkeln, dann kannst du dir meine Häkeln lernen für Anfänger Serie anschauen. Die Links sind alle unten in der Videobeschreibung. Jetzt machen wir also unsere Luftmaschenkette mit 9 Luftmaschen. Und wenn wir das geschafft haben, beginnen wir in der zweiten Luftmasche von der Häkelnadel entfernt. Und wir werden jetzt halbe Stäbchen in die nächsten 7 Luftmaschen häkeln. Und wenn wir dann unsere 7 Luftmaschen gehäkelt haben, häkeln wir jetzt 6 halbe Stäbchen in die nächste Masche. Und da ist die 6. Und dann können wir jetzt am Bändchen hier ziehen und das ein bisschen enger machen, die Masche ein bisschen enger machen. Und jetzt arbeiten wir hier das kleine Fädchen mit ein und häkeln halbe Stäbchen in die nächsten 7 Maschen. Und anschließend häkeln wir dann 5 halbe Stäbchen in die nächste Masche. Da müssen wir nur die richtige Masche finden, da ist sie. Jetzt das erste halbe Stäbchen, 2, 3, 4 und 5 und dann schließen wir die Runde mit einer Kettmasche. Und wenn du dir das Häkelprojekt ein bisschen einfacher machen willst, dann benutze doch einen Maschenmarkierer. Ich mache das irgendwie immer nicht, ich vergesse es immer oder ich vergesse es einfach. Und beginne die nächste Runde auch mit einer Hebeluftmasche. Und jetzt machen wir wieder halbe Stäbchen in die nächsten 7 Maschen. Und anschließend häkeln wir jetzt jeweils 2 halbe Stäbchen in die nächsten 6 Maschen. Also 2 halbe Stäbchen in dieselbe Masche für die nächsten 6 Maschen. Damit verbreitern wir die Schuhsohle. Das ist das 4. Mal. Und das 5. Mal. Und das 6. Mal. Und anschließend häkeln wir dann wieder jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 7 Maschen. Thank you.
können wir dann jeweils 2 halbe Stäbchen in die nächsten 5 Maschen häkeln. Dann beenden wir auch die Runde wieder mit einer Kettmasche und beginnen die nächste Runde wie immer mit einer Hebelluftmasche. Und nun in der nächsten Reihe werden wir nur feste Maschen häkeln und zwar nur in die hintere Schlaufe der Maschen. Normalerweise würde ich ja durch die beiden Schlaufen hier gehen von der Masche. So. Aber weil wir jetzt nur in die hintere häkeln wollen, könnten wir das so machen. Ich mache es aber immer so, dass ich die hintere nehme und noch eine Schlaufe von der vorherigen Reihe. Das habe ich so gelernt. Ich weiß nicht. Wir wollen jetzt gerade aufwärts, also vertikal nach oben häkeln, um das Schürchen zu formen. Jetzt sind wir fertig mit der Sohle. Und machen jetzt die Seiten des Schürchens. Deswegen häkeln wir jetzt nur in die hinteren Schlaufen. Oder wie ich das mache, in die hintere und in eine Schlaufe der vorherigen Reihe. Und ich werde jetzt hier auch gleich das Bild ein bisschen beschleunigen, weil es ja immer dasselbe ist. Feste Maschen rundherum in die hintere Schlaufe. Und dann bleibt das Video ein bisschen kürzer, braucht nicht so lang zum Hochladen und du musst dir nicht so ein furchtbar langes Video anschauen. Und wir beenden die Runde mit einer Kettmasche und beginnen die nächste Runde mit einer Hebelluftmasche. Und jetzt werden wir halbe Stäbchen häkeln in jede einzelne Masche der Runde rundherum. Man kann auch feste Maschen häkeln, das mache ich auch manchmal. Aber es ist vielleicht auch ganz schick mit einem halben Stäbchen, dann ist es schon ein bisschen höher. Und dann werde ich das Bild jetzt auch gleich wieder beschleunigen. Das ist ja immer das gleiche hier, halbe Stäbchen in jede einzelne Masche der Reihe rundherum. Thank you.
Und dann beenden wir auch diese Reihe wieder mit einer Kettmasche und beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Jetzt machen wir also die Hebeluftmasche und dann werden wir jeweils eine feste Masche in die nächsten vier Maschen häkeln. 2, 3 und 4. Und dann machen wir ein halbes Stäbchen in die nächste Masche. Und dann werden wir jeweils zwei Stäbchen zusammen abmaschen. Und zwar 8-mal. Beim Abmaschen häkeln wir also zwei Maschen zu einer zusammen. Und zwar machen wir das mit den Stäbchen, mit den einfachen oder ganzen Stäbchen hier. Dann wölbt sich der Schuh vorne schön und macht schön Platz für die Schuhfüßchen, für die Puppenfüßchen. Und wenn du dir das im Detail nochmal anschauen möchtest, wenn das alles ein bisschen schnell ist hier, das ist auch alles in der Häkellernen für Anfänger-Serie nochmal im Detail und ein bisschen langsamer auch gezeigt, wie man zwei Stäbchen zusammen abmascht. Und das ist ja wie gesagt unter dem Video auch verlinkt in der Beschreibung. Und wenn wir dann 8-mal zusammen hier abgemascht haben, dann häkeln wir wieder ein halbes Stäbchen und dann jeweils eine feste Masche in die nächsten vier Maschen. 2, 3. Und dann häkeln wir wieder ein halbes Stäbchen in die nächste Masche. Und auch weiterhin bis zum Ende der Runde. Halbe Stäbchen. Und manchmal flutschen einem dann die Garnfäden hier aus der Hand, da muss man eben nochmal anfangen. Also halbe Stäbchen bis zum Ende der Runde. Und dann beenden wir auch wieder diese Runde mit einer Kettmasche und beginnen die nächste mit einer Hebeluftmasche. Und jetzt machen wir feste Maschen in jede einzelne Masche der Reihe rundherum. Das ist eine schöne Reihe, da muss man nicht so viel nachdenken, nicht so viel zählen, kann einfach schön feste Maschen in jede einzelne Masche der Reihe machen. Ach, ist das entspannt. Es macht doch Spaß, zusammen zu häkeln, oder? Und dann beschleunige ich auch gleich hier wieder das Bild.
Und dann beenden wir die Runde mit einer Kettmasche. Und nun häkeln wir die Bändelchen, um die Schuhe zusammenzubinden. Und zwar machen wir 28 Luftmaschen hier, machen uns eine schöne Luftmaschenkette. Und wenn wir dann oben angekommen sind, werden wir Kettmaschen in jede einzelne Luftmasche häkeln, bis wir wieder unten an der Schuhkante angekommen sind. Haben wir es auch geschafft mit den 28 Luftmaschen und jetzt können wir wieder Kettmaschen mit Kettmaschen an der Luftmaschenkette entlang wieder uns bis zur Schuhkante vorhäkeln oder durchhäkeln oder voranhäkeln. Das ist ein bisschen fiddelig am Anfang, aber wenn man dann ein kleines Stückchen hat, an dem man festhalten kann, hier das Schwänzchen, dann geht das ein bisschen einfacher. Und dann sind wir auch schon fast wieder an der Schuhkante angekommen. Da haben wir es schon fast geschafft. Und dann werden wir jetzt gleich einfach an der Schuhkante entlang häkeln. Und zwar machen wir jeweils eine Kettmasche in die nächsten 18 Maschen. Und danach werden wir dann das zweite Bändelchen häkeln. Dann sind wir jetzt angekommen. Gucken wir mal, ob alles symmetrisch ist. Und dann können wir jetzt wieder 28 Luftmaschen häkeln für unser zweites Bändelchen. Und weil wir das ja eben schon mal gemacht haben und wir schon Profis sind jetzt, mache ich das mal ganz schnell hier. Und dann können wir jetzt wieder mit Kettmaschen hier runterhäkeln.
Und wenn wir dann wieder an der Schuhkante angekommen sind, häkeln wir einfach Kettmaschen, bis wir wieder am Anfang der Runde angekommen sind und können dann auch schon den Schuh fertig machen. Da sind wir dann wieder angekommen. Jetzt können wir das Garn abschneiden und durch die letzte Masche hindurchziehen. Und dann nehmen wir unsere Wollnadel und vernähen den Faden. Mal schön verstecken hier im Schühchen, damit man es nicht mehr sehen kann. Und dann ist unser erstes Schürchen auch schon fertig. Das machen wir dann natürlich nochmal, damit die Puppe auch zwei Schürchen hat. Vielen Dank, dass du mit mir zusammen gehäkelt hast. Ich hoffe, dein Püppchen freut sich, dass es jetzt schöne, kuschelige, schicke Schürchen hat für sein oder ihr Füßchen. Die Videoserie zum Häkeln-Lernen ist auch unter diesem Video verlinkt und auch die anderen Schuhgrößen für die klassischen Sammy-Puppen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du zu meiner Webseite gehen und dir meine Schnittmuster anschauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin dir wirklich dankbar für deine Unterstützung und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.